Hallo und herzlich willkommen zurück zu Edna bricht aus und diesmal als Part, nicht als Livestream, ich dachte mir, weil wir hatten jetzt schon lange keinen Edna-Livestream mehr, weil es entweder nicht geklappt hat oder weil es aus zeittechnischen Gründen nicht geklappt hat und jetzt dachte ich mir, bevor Edna ganz in den Hintergrund rückt, werde ich jetzt einfach mal so einen Part hier aufnehmen und ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht übel. Aber ich will ja auch ein bisschen vorankommen oder wir wollen ja ein bisschen vorankommen, um halt dann neue Projekte in Angriff zu nehmen. Und ich musste einfach nochmal nachgucken, weil es gibt da eine ganz, ganz konkrete Kombination, die man wählen muss, um hier weiterzukommen. Oder es muss kombiniert werden, richtig. Und ja, also, das Moment... Wollen Sie sich noch einmal zu uns setzen? Ja, ich will mich noch mal hinsetzen und darum bin ich hier. Setzen Sie sich dann bitte wieder zu den anderen, ja? Ja, mach mal. Weil, ja, also es war... Sie doch bitte so freundlich, sich noch einmal vorzustellen. Also ich hätte es nicht alleine geschafft, also gebe ich ehrlich zu. Deswegen, wir müssen anscheinend den Adrian, wählen. Des Aufenthaltsraums. Ich verstehe. Erzählen Sie doch bitte eine Anekdote aus Ihrer Jugend. Und der wurde anscheinend immer als Letzter ausgewählt. Ich wurde beim Sportunterricht immer als Letzter ausgewählt. Als Letzter? Ich verstehe. Kommen wir zur nächsten Frage. Was für eine Farbe hätte... Also die Hand, die irritiert mich bei ihr immer so, bei dieser Therapeutin. Und hier müssen wir blau wählen. Blau? Und anscheinend klappt es jetzt. Der Fall ist klar. Sie wurden zweimal hintereinander vom selben Blitz getroffen. Ah, ich bin so froh. Sie müssen überall und immer die Oberhand haben. Ja. Und dieser Wunsch sitzt so tief, dass Ihr Unterbewusstsein eine Art präkognitive Fähigkeit entwickelt hat. Lassen Sie es ruhig angehen. Nicht alles muss Ihrer Kontrolle unterliegen. Blitze gehören dazu. Deswegen müssen Sie sich nicht gleich unsicher oder hilflos fühlen. Das war's, Sie sind geheilt. Genau, wir sind geheilt. So, jetzt haben wir eine Diagnose. Ich bin baff. Harvey, bist du noch da? Keine Sorge, Edna. Mich wirst du nicht los. So, mit dieser Diagnose gehen wir jetzt einfach mal zum Adrian, würde ich mal sagen. Moment, da müssen wir uns wieder fangen lassen, weil der ist ja im Aufenthaltsraum. Das heißt, ab hierhin. Genau, der Wächter, der... Will uns wieder einsperren lassen. Ich bin gar nicht da. Du hast mich nie gesehen. Immer dieselben Sprüche, Fräulein Edna. Der Doktor sollte weniger gründlich sein, wenn er dir das Gedächtnis löscht. Ja, da bin ich total dafür. Mit denselben Ausreden. Was noch? Du hast eine Sondergenehmigung. Ja, hab ich auch. Ich bin nur zu Besuch. Oder nein, warte. Du bist der Neue, richtig? Ja, der Neue bin ich auch. Aber ganz ehrlich, die ganzen Leute hier, die gehören eigentlich auch hinter Gittern. Also halt, weil sie ein bisschen verrückt sind. Was gibt's? Genauso wie dieser Typ. Eine entflohene Patientin. Wo sind denn die anderen? Sind Stiesel und Hulgor nicht... Hulgor haben wir ja in den Schrank gesperrt. Der ist immer noch knocked out. Ich bekomme nicht mit, was sonst so vor sich geht. Ja, du bist nur hinter der Scheibe. Ich hätte die ganze Bude Kopf, seitdem der Doktor weg ist. Es ist nur... Ich hatte noch... Ja, also da können wir ein bisschen vorspulen, ne? Der redet und redet für immer. Wie bist du, bis der Doktor wieder da ist? Ja. Jetzt sind wir wieder im Aufenthaltsraum. Mal wieder. Aber wir wollen ja jetzt... Zum König Adrian. Vielleicht hat es jetzt irgendwelche Auswirkungen. Also, schauen wir mal. Du bist also zurückgekommen, um mich erneut herauszufordern. Ja, wie ich es vorher gesagt habe. Ja, ich bin wieder bereit für eine Medaille. Ah, schau mal, hier können wir jetzt eine neue Frage stellen. Als wievielter wurdest du beim Sport eigentlich immer ausgewählt? Als Erster. Was denn sonst? Ha! Und was für ein Haustier hattest du? Einen großen... Ich weiß gar nicht mehr, stimmt das jetzt? Wir haben das ja in den Akten gelesen. Halt, nein. So ging das nicht. Welche Farbe hatte er? Was soll das hier werden? Ja, keine Ahnung. Edna hat den Plan. Na
ja. Dann sag du es mir. Oh, na toll. Welche Farbe hatte er? Also, wartet mal. Ich habe mir das doch, glaube ich, aufgeschrieben. Eine rote Katze eigentlich. Oder sollen wir jetzt blau drücken? Oh, ich weiß es nicht. Ich nehme jetzt einfach mal das aus den Akten. Rot. Wow. Du hast recht. Ja, ich weiß. Ja, ich habe es ja aufgeschrieben. Zum Glück hatte ich den Zettel noch. Aus dem letzten Livestream. Und alles ist plötzlich viel klarer. Ja, kriege ich jetzt die Medaille. Ich wurde zweimal hintereinander von ein und demselben Blitz. Von einem und demselben Blitz? Das geht gar nicht. Hilflosigkeit habe ich eine Kontrollpsychose entwickelt. Aha. Ja, das hat die Therapeutin auch gesagt. Das stimmt. Komm, gib die Medaille her, komm. Genau. Bist doch ein guter. Danke. Du hast mir sehr geholfen. Ja, ich weiß. Ich bin einfach gut. So, jetzt will ich es noch einmal versuchen. Vielleicht schaffen wir es jetzt. So sei es. Vielleicht gewinnen wir jetzt und kriegen jetzt dann halt die Medaille. Komm. Tatsächlich. Und jetzt? Ich tippe auf. Er redet sehr langsam. Was ist das? Oh, Leute, wir haben es geschafft. Nicht sein. Ja, wir haben gewonnen. Es ist Also gib die Medaille her. Was hat das zu bedeuten? Dass ich die Medaille bekomme. Naja, zuallererst bedeutet es wohl, Edna ist der King. Edna ist der King. King, 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 King. Eigentlich ja Queen. Dein Thron gehört jetzt mir. Na, also, jetzt haben wir die Medaille. Die Medaille ist tatsächlich aus echtem Gold. Oh Gott, also das hat ja ewig gedauert mit dieser Medaille. So, wir haben ja schon diese Gussform, ne, von dem Schlüssel. Und dieser Typ, der eingesperrt worden ist in dieser Einzelzelle, hat ja gesagt, wir brauchen die Medaille, um den Schlüssel halt nachzufertigen. Deswegen gehen wir einfach jetzt da zum Keller, wo dieses Heizungskessel-Ding ist. Da müssen wir jetzt ein bisschen rumfahren. Ja, hier ist ein Kommentar. Aber das brauchen wir jetzt nicht. Da kommt der nächste Ausgang. Ja, super, Edna. Und dann kannst du dich gleich wieder reinschwingen, weil wir müssen ja in den Keller. Eigentlich müsste es ja dann in die andere Richtung gehen, oder? Ist mir jetzt gerade erst aufgefallen. Da kommt der nächste Ausgang. Ja, und da springen wir jetzt wieder runter. Super. Und jetzt werden wir den Schlüssel anfertigen. Und dann müssten wir eigentlich, ja, frei sein. Jetzt probiere ich mal. So, Gitter. Wir tun die Medaille hier rein. Gold wäre das ideale Material, um den Schlüssel zu gießen. Aber wie bekomme ich die Medaille flüssig? Ach so. Ich hab's. Du musst so lange an den Enden. Ach ja, Harvey. Ich suche ein passendes Gefäß für einen Ofen. Ich mag mein. Für einen Ofen brauchen wir. Okay, wir haben ja eigentlich den Topf noch, ja? Okay. Und jetzt könnten wir ja eigentlich das reintun. Ja! Und da schmilzt die Medaille dahin. Es ist ja relativ heiß, aber wir haben ja noch diese Topf... Das sollte klappen. ...Lappen. Sehr schön. Und können wir das jetzt in die Medaille... Okay. ...also da in den Schlüssel gießen? Ja, haben wir. Eine dampfende Form, gut. Müssen wir vielleicht noch abkühlen? Schauen wir mal, wo ein Wasserhahn ist. Geh bitte zur Treppe, Edna. Ja. So. Ich meine, theoretisch wäre ja in der Küche einer. Also ein Wasserhahn. Das ist der schnellste Weg, glaube ich.
Ich frage mich auch, wo der Koch ist, ne? So, machen wir das mal an, hier den Wasserhahn. Und dann haben wir ja schon den Schlüssel. Achso, ich muss das benutzen. Fantastisch. Hä? Kannst du es nicht länger anmachen? Okay, ja, dann stellen wir einfach mal den hier rein. Okay. Ja, okay, klappt doch. Sehr schön. Cool, das Wasser hat das flüssige Gold abgekühlt. Ja, und jetzt haben wir doch den Schlüssel. Oder müssen wir, wartet mal, benutzen wir mal den Bröckel. Ich habe es geschafft. Der eigene Generalschlüssel. Super, ich bin so froh, dass es jetzt endlich mal vorangeht. Gut. Jetzt müssen wir ja eigentlich nur noch diese eine Tür aufsperren. Ist das nicht sogar die Tür? Ich probiere es einfach mal. Ich meine, Generalschlüssel heißt ja eigentlich, dass alles aufgeht. Ich sehe einen Baum. Ich bin endlich frei. Yippie! Dann lass uns in den Zoo. Das geht nicht, Harf. Ich muss die Beweise finden, die meinen Vater entlasten. Dann hoffe ich, die Informationen sind innerhalb dieser hohen Mauern da. Was? Ja, hoffe ich auch. Mist. Ach so, okay. Gleichzeitig. Ah, okay. Und das ist aber jetzt nicht dieser Arzt. Doch. Was ist los? Warum wird nicht gegessen? Ja, keine Ahnung. Herr Doktor, es gibt Probleme. Holger und Stiesel werden vermisst. Stiesel ist ja unser Wächter gewesen von der Gummizelle. Das Problem habe ich gerade gelöst. Herr Doktor, eine Katastrophe. Edna ist ausgebrochen. Ja, damit hättest du nicht gerechnet. Wie oft sind uns schon Patienten aus ihren Zellen entwischt? Sie meinen am Tag? Drei im Durchschnitt. Und wie viele davon sind über die Mauern entkommen? Naja, keiner. Keiner? Richtig. Der einzige Weg rein oder raus ist durch das Haupttor. Okay, das merke ich mir mal. Und selbst wenn sie einen Weg findet, das Tor zu öffnen, ohne Transportmittel kommt sie keinen Kilometer weit. Sie ist noch irgendwo auf dem Gelände. Oh, bitte jetzt keine Verfolgungsjagd. Einzeln und führt endlich die Patienten zum Essen. So, also, jetzt sind wir hier an der Garage und wir können hier ums Haus, Deckel, Deckel, Tür, okay, dann benutzen wir einfach mal hier die Mülltonnen, weil ich meine, vielleicht ist da ja was drin, okay, anscheinend doch nicht, komisch, so, dann gehen wir mal zur Garage. Was kann man hier denn alles haben? Schraubenschlüssel, Lackdosen, Starthilfekabel, Autotürfenster. Okay, den Schraubenschlüssel nehme ich einfach mal. Ich denke, der kann uns helfen. Ich denke, das ist auch unser Gefährt, ne? Starthilfekabel. Okay. Womit? Ja, wahrscheinlich mit dem Auto. gut, können wir auch die Lackdosen mitnehmen? Die sind zu nichts mehr zu gebrauchen. Okay. Können wir die Tür aufmachen? Zu. Immer dasselbe. Okay, wir kommen hier nicht rein. Jetzt habe ich das mal mitgenommen. Das Fenster, können wir das irgendwie aufbrechen? Ich werde diese Tür zerschlagen. Ich werde... Tu es nicht. Es gibt immer eine komplizierte... Ach ja, warum denn? Warum muss alles kompliziert sein? Okay, anscheinend haben wir hier nichts. Und die Limousine? Ja, eigentlich würde die ja fahren, ne? Forsthaus, Kaugummi. Ach, ist es nicht der Kaugummi, den wir ausgespuckt haben? Ah, ein Ersatzreifen, den brauchen wir. Können wir den einfach... Können wir es einfach nehmen? Ups. Also das ist der Chauffeur. Okay.
Okay, gehen wir einfach mal ums Haus. Vielleicht haben wir ja da dann mehr Glück. Oh Gott, da gibt's wieder viel. Ah, das ist der Therapieraum, glaube ich. Zen-Garten, Vogeltränke, Garten, Wachturm, Forst, Haus. Okay, können wir in den Garten gehen? Ich habe zwar keine Ahnung, was uns das bringen soll, aber... Ah, schau mal. Hier ist eine Hake. Können wir die mitnehmen? Na, also. Jetzt habe ich eine kleine lustige Idee. Wie wäre es, wenn wir einfach mit der Hake den Sandgarten bearbeiten? Okay, geht doch nicht. Wollen wir eine Storchfalle bauen? Eine Storchfalle? Nicht doch, Harvey. Störche sind selten. Ja, eben. Niemand hat gesagt, dass es einfach wird. Okay, anscheinend können wir den Sandgarten nicht benutzen. Wir können den ja mal angucken. Ach, können wir auch nicht. Wir können gar nichts mit dem Sandgarten machen anscheinend. Gut. Die Vögel meiden Dr. Marcells Anwesen. Ja, das würde ich auch tun. Ich weiß jetzt gar nicht, was wir genau machen müssen. Also, na klar, wir müssen ein Fahrzeug zum Laufen bringen. Wartet mal. Vielleicht können wir ja das irgendwie zerschlagen. Oh oh. Oh oh. Ah, guck mal, jetzt haben wir da eine Delle reingebracht. Mal gucken, wer vielleicht... Wer war das? Ja, keine Ahnung. Ja, ein Startkabel, ne? Das bräuchten wir ja eigentlich mit dem Auto. Aber nicht mit Autotür. Also hier können wir nichts machen. Ist er jetzt immer noch da? Vielleicht ist die Alarmanlage ja jetzt irgendwie deaktiviert. Wenn ich ganz vorsichtig bin, dann schaffe ich es vielleicht, ohne die Alarmanlage auszulösen. Ja, probier's mal, Edna. Es hat wirklich geklappt. Cool. Jetzt haben wir also einen Reifen. Kannst du den einfach hinmachen? Oder brauchst du da irgendeine Hilfe? Oder wartet mal, wir versuchen jetzt auch noch den einen Reifen, irgendeinen Reifen platt zu machen. Okay, geht gar nicht. Scheinwerfer, Scheinwerfer, Kaugummi. Können wir den Kaugummi einfach holen? Vielleicht bringt er uns ja was. Ja. Gut, vielleicht den Kaugummi dann mit dem Reifen. Nein, da kleben schon. Offensichtlich war der Reifen bereits im Ein. Oder jemand ist. Okay. Einfach gruselige Musik mal. Startkabel mit Limousine. Versuch was anderes. Das ist nicht destruktiv genug. Okay, wir sollen destruktiv sein. Okay. Das heißt ja auch nicht, ne? Oh oh. Jetzt haben wir halt noch Kratzer reingebracht, aber was bringt uns das? Ich weiß gar nicht, was wir mit dem Chauffeur machen sollen. Wer war das? Der sagt immer nur, wer war das? Aber, ja, keine Ahnung, ne? Ich meine, was könnten wir machen? Ah, wartet mal. Vielleicht können wir ja die Tür irgendwie aufbekommen mit einem Zehennagel. Wenn ich doch nur ein Dinosaurier wäre, dann hätte mein Fußnagel die richtige Größe, um diese Tür dino-mäßig einzurahmen. Du willst sie einrahmen? Warum denn? Du willst doch damit wegfahren. Oh Gott. Edna, was machst du da? Ja, frage ich mich auch.
Ich stelle mir vor, die Tür sei eine Schraube. Ach so, okay. Sie macht sich lustig über mich, über meinen Vorschlag, mit dem Schraubenschlüssel die Tür aufzumachen. Ja. Das geht aber auch nicht, ne? Stuhlbeinens könne kaputt gehen. Autotürens könne kaputt gehen. Och, och. Dann könne kaputte Autotür sage heile Stuhlbeinen. Aufgehen. Mach aufgehen. Ja. Okay, hat mal ein bisschen steinzeitmäßig. Ja, ha. Kaugummi. Womit könnte man den Kaugummi kombinieren? Unverzichtbares Arbeitsmittel für jeden Pannendienst. Das Kaugummi. Haben wir das jetzt geschafft? Nee, ne? Hätte mich auch gewundert. Ja, der Ersatzreif. Ach so. Nee, geht ja nicht. Okay. Ha, wieder schwierig. Jetzt ist es wieder schwierig. Irgendwo muss ja hier so eine mega coole Idee sein. Ich meine, die anderen sind jetzt beim Essen, ne? Könnte uns das irgendwie was bringen? Ich glaube nicht, ne? Ich glaube nicht, dass wir hier was reißen können. Wir gehen mal zur Tür. Oh oh. Ah, der ist gar nicht traurig, aufgeregt. Wartet mal. Ja, ich würde halt gerne mit dem Speiseplan noch irgendwas schaffen. Ich glaube, das können wir gar nicht, ne? Nee. Ja, dann reden wir jetzt erstmal mit dem. Er sieht beschäftigt aus. Das weißt du nicht mit Sicherheit. Hm, ich frag mal. Bist du beschäftigt, Koch? Ah, okay. Siehst du? Sicher ist sicher. Und hier kommen wir nicht durch? Das klingt so, als ob da drin gegessen wird. Ich riskiere mal einen Blick. Da gehe ich lieber nicht einfach so rein. Okay. Ich schwimmelt nur so von Wachen. Okay. Ja, ich meine, in der Küche können wir jetzt nichts machen. Gehen wir mal weiter. Ich meine, da sind doch jetzt eigentlich die Leute, ne? Also die uns suchen. Oder auch nicht. Also das ist die Küche. Ah, wartet mal, wir können noch das Gitter hier aufsperren, ne? Aber nicht von der Seite, oder? Ja. Ah, doch. Sehr cool. Dann haben wir jetzt auch so ein bisschen, müssen nicht immer den Wäschelift verwenden. Gehen wir jetzt mal da rein. Das sind jetzt keine mehr, ne? Ja, alle sind weg. Natürlich, die sind beim Essen. Ach nee, ich wollte mal zum Wäschelift gucken. Weil da müsste jetzt eigentlich auch keiner mehr sein, ne? Genau. Ah, der Wäschelift ist jetzt... Ist der noch in Einsatz? Schade. Der Wäschelift ist inaktiv. Ah, okay. Aber, meine Lieben, jetzt werde ich einen Cut machen. Ich bin gespannt, wie es jetzt weitergeht. Ich meine, jetzt haben wir praktisch eine ganz neue Situation. Alles in Essen. Und wie es dann weitergeht, das werden wir wahrscheinlich dann in einem Livestream wieder erleben. Und bis dahin wünsche ich euch alles Gute, macht's gut und ciao!